Grandios zum Thema Sehnsucht. Heute mit Elena Semichin. Sie ist 29, sie ist weltbeste Paraschwimmerin, über die 100 Meter Brust gewann Gold bei den Paralympischen Spielen 2021. In Tokio gewann zweimal den Weltmeistertitel, wurde zu Deutschlands Parasportlerin des Jahres 2021 gewählt. Aber sie hat ein Handicap, denn ihre Sehfähigkeit ist eingeschränkt. Sie kann nur noch zu 2% sehen. Und das Leben verlangt ohnehin viel von ihr ab, von dieser Kämpferin, die in Kasachstan geboren wurde. Denn 2021 wurde wenige Wochen nach ihrem Goldmedaillengewinn auch noch ein Hirntumor entdeckt. Schön, dass wir die Zeit haben, miteinander zu sprechen. Elena, wann bist du denn heute aufgestanden? Ich glaube, bei dir geht der Tag immer sehr früh los, ne? Allerdings, normalerweise stehe ich immer so 5.30 Uhr auf, frühstücken, fertig machen und dann sind wir pünktlich um 7 Uhr am Beckenrand und ja, das Training geht dann los. Und dann wird was für ein Trainingsprogramm gleich schon abgezogen, morgens um 7 Uhr? Normalerweise ist das so, dass wir erstmal mit Erwärmung beginnen, irgendwas am Beckenrand, manchmal aber auch schon oben in der Gymnastikhalle. Danach so 20, 30 Minuten und dann fangen wir mit dem Wasser an. Da sind wir ungefähr 2 Stunden im Wasser. An manchen Tagen, zweimal die Woche, haben wir noch Krafttraining danach, manchmal auch noch Stabi-Training oder Ausdauer oder einfach nur Stretching. Und natürlich sowas wie Physio kommt noch auch dazu. Also wir sind am Tag so um die 6 bis 7 Stunden beschäftigt mit dem Training, mit den Regenerationsmaßnahmen und alles, was dazu gehört. Das ist üppig. Da braucht man eine große innere Eigenmotivation. Woher rührt das? Was motiviert Sie da jeden Tag so früh aufzustehen, ins Becken zu steigen und ich glaube 6 Tage die Woche dann intensiv zu trainieren? Ja, inzwischen ist es eigentlich so, dass es mein Beruf ist und ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie arbeiten geht, hat nicht jeden Tag Lust drauf. Ja? Und manchmal muss man sich überwinden und so ist es bei mir auch. Also ich habe tatsächlich selten die Tage, wo ich sage, wow, yay, ab ins Wasser. Ne? Vor allem jetzt, wo es so kalt ist. Es ist grau, es ist kalt, es ist noch dunkel, wenn wir aufstehen. Aus dem warmen Bett ins kalte Wasser zu springen, macht keinen Spaß. Und ich würde sogar behaupten, ich bin nicht unbedingt die Wasserratte. Also ich habe generell keinen Spaß im Wasser. Und freue mich, wenn das dann vorbei ist. Aber was mir so gut gefällt und warum ich diesen Sport auch jetzt mache, ist, glaube ich, diese Herausforderung. Das heißt, wo sind meine Grenzen? Wie weit kann ich über meine Grenzen hinausgehen? Und diese Challenge, das ist das, was mich so antreibt. Aber das finde ich interessant, wenn Sie sagen, Wasser ist eigentlich gar nicht unbedingt Ihr Element. Sie sind keine Wasserratte. Warum sind Sie dann übrigens relativ spät, erst mit 13, glaube ich, zum Schwimmen gekommen. Wie kam es dazu überhaupt? Ja, das war noch in Nürnberg. Da war ich auf einer Privatschule und da ging es mir auch relativ schlecht. Ich hatte Heimweh, weil ich schon vorher schlechte Erfahrungen hatte mit dem Internatleben. Und dann hatte ich einen Freizeitleiter kennengelernt, Michi heißt er. Und er hat mich dann zum Sport gebracht, zum ersten Mal wohlbemerkt. Ich habe früher nie Sport gemacht. Und dann war ich so voll mit Klettern, Tanzen, Fußball, also alles Mögliche. Und dann haben wir auch Sportabzeichen gemacht. Und dann musste ich natürlich irgendwann auch schwimmen, 50 Meter. Da war ich 13 Jahre alt und dann sage ich, ja, ich kann aber irgendwie nicht schwimmen. Ich kann halt ein bisschen Hunde paddeln, vielleicht reicht das schon. Mhm. Und dann bin ich 50 Meter geschwommen, ohne festzuhalten, so irgendwie übers Wasser gehalten. Und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen dir jetzt Schwimmen beibringen. Du bist 13, das ist wichtig. Und dann habe ich angefangen, die ersten Züge zu lernen, habe auch relativ schnell irgendwie Fortschritte gemacht. Und dann habe ich irgendwann beim Wettkampf die Nationalmannschaft gesehen und dachte mir, wow, das ist meine Chance irgendwie. Das ist so das Tor in die Welt zu sehen, neue Menschen kennenlernen, letztendlich was aus meinem Leben zu machen. Und da ging es mir gar nicht ums Schwimmen. Ich habe einfach nur das als meine Chance gesehen, was aus meinem Leben zu machen und es mir selbst oder vielleicht auch anderen zu beweisen, dass ich trotz meiner Behinderung, trotz meiner Herkunft noch aus mir was machen kann. Mhm. Und dann habe ich mich so an diese Möglichkeit festgebissen und habe alles dafür gemacht, um Erfolge zu feiern. Und ich habe schon von Anfang an gesagt, ich möchte die Beste sein. Und dann habe ich dafür gekämpft. Wissen Sie, woher das kommt? Also jeder, es sagt ja nicht jeder, ich will jetzt der Beste oder womöglich olympisches Gold gewinnen.
Ist das so in Sie reingelegt worden, dieser tierische Ehrgeiz? Überhaupt nicht. Also ich habe keine Sportler in meiner Familie oder irgendwie Familienmitglieder, die was Wissenschaftliches erreicht haben oder irgendwie sowas, gar nicht in die Richtung. Ich komme ja eigentlich aus sehr einfachen Verhältnissen und ich komme ja gebürtig aus Kasachstan und wir hatten dort eine ganz schwere Zeit. Also ich habe als Kind keine schöne Kindheit gehabt. Ich hatte zwar schöne Momente, aber ich war sehr viel traurig und sehr viel einsam. Gerade auch, als dann die Sehbehinderung losging, hatte ich nie die Möglichkeit, Teilhabe am Leben irgendwie zu haben. Und ich war immer so ein bisschen ausgegrenzt und ausgestoßen. Ich durfte nie auf eine normale Schule gehen. Ich war teilweise zu Hause beschult worden oder musste immer auf irgendein Internat gehen. Also ich war irgendwie nie Teil der Gesellschaft. Und ich habe auch irgendwie nie geglaubt daran, dass das sich irgendwann ändern kann. Aber dann, als ich eben in Nürnberg war und diese Chance gesehen habe, mit dem Sport könnte ich was erreichen, könnte endlich jedem beweisen, dass ich irgendwas kann. Das hat mich dann angetrieben und das treibt mich bis heute an. Und dieser Vergleich von früher, was ich als Kind alles hatte oder nicht hatte, ja, davon zehre ich bis heute noch. Und das treibt mich an und ich bin auch einfach ein sehr dankbarer Mensch, dass ich das machen kann. Den sportlichen Faden nehmen wir gleich gerne nochmal weiter auf. Zunächst nochmal die auch von Ihnen angesprochene Sehbehinderung. Wann ging das los? Wie alt waren Sie da? Die Krankheit nennt sich Morbus Stargardt. Was genau ist das und wie hat sich das im Laufe der Jahre so fortentwickelt, dass Sie eben nur noch bis heute 2% Sehfähigkeit haben? Entdeckt wurde das ungefähr, als ich 7 Jahre alt war, als ich in die Schule ging. Da haben die Lehrer schon ein bisschen gemerkt, dass ich meine Augen so komisch zusammenzwicke, um irgendwas zu erkennen. Aber da habe ich ja noch relativ gut gesehen. Dann sind wir nach Russland ausgewandert, einfach nur weil Arbeitslosigkeit nach dem Zerfall der Sowjetunion war einfach furchtbar, die Zeit. Ja, keine Arbeit, keine Perspektiven, kein Geld. Wir hatten auch wirklich Wochen gehabt, wo wir einfach auch nichts zu essen hatten. Und da haben die Eltern entschieden, dass wir jetzt nach Russland auswandern, weil sie sich dort einfach bessere Möglichkeiten erhofft haben. Und wir haben auf die Papiere gewartet, bis wir nach Deutschland als Familiennachzug einreisen dürfen. Ja, und dort sind wir dann in eine Klinik gefahren nach Moskau und dort wurde dann zum ersten Mal, da war ich schon 9, diagnostiziert, die Erkrankung eben. Ja. Und war das ein schleichender Prozess, dass es immer schlechter wurde? Wie haben Sie das erlebt in den Jahren dann danach? Hat sich die Sehfähigkeit immer weiter verschlechtert? Genau, das ging eigentlich so über die Jahre, wurde das immer ein bisschen schlechter. Und so den richtig dollen Schub hatte ich in der Pubertät. Also da, wo die Welt ja sowieso so wunderbar schön ist und alles in Ordnung ist. Und da war auch gerade die Zeit, wo wir nach Deutschland gekommen sind. Das heißt, alles war irgendwie schlimm, weil neues Land, neue Sprache. Ich habe ja damals überhaupt kein Wort Deutsch gesprochen. Und ich habe mich wirklich wie ein Alien gefühlt, ja. Weil du kommst in ein komplett fremdes Land. Die Kultur ist neu, die Menschen sind anders, die Sprache ist anders, das Essen ist anders, einfach alles. Und ich komme ja aus dem Dorf. Das heißt, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Beton gesehen wie hier. Oder diese ordentliche Art, dass die Straßen sauber sind. Das war alles für mich eine komplette Reizüberflutung. Und dann saß ich da in der Schule und habe dann irgendwann gemerkt, ich kann ja gar keine Bücher mehr lesen. Oder ich sehe absolut nicht, was auf der Tafel steht. Und dann habe ich mich da so unsicher gefühlt und einfach anders. Ja? Ich war anders, klar, ich war auf einer normalen Schule, alle anderen haben gut gesehen und bei mir war in dieser Zeit eben der Verlust meiner Sehfähigkeit so rasant geworden, dass ich dann einfach ja, bei 10% gelandet bin mit einem sehr schnellen Schub. Und das war dann für mich so der erste Schock, wo ich mich total zurückgezogen habe. Wissen Sie, wie Sie aussehen? Natürlich mache ich Bilder und dann vergröße ich sie mir. Mein iPhone ist ja auch mein Auge sozusagen. Ich mache irgendwie überall, wenn ich unterwegs bin, Bilder und vergröße mir das. Dann weiß ich ja, ist das meine Bahn oder wann kommt die nächste Bahn, sowas. Und natürlich mache ich das auch mit meinen Bildern. Aber ich denke mal, so zu 100% kann ich das nicht wirklich sagen. Aber das geht auch gar nicht darum, wie man sich selber sieht, sondern wie man sich fühlt, finde ich. Weil das strahlt man auch aus. Wenn wir jetzt miteinander sprechen,
was nehmen Sie wahr? Achten Sie dann besonders auf die Stimme des anderen? Sind die anderen Sinnesorgane dann entsprechend aktivierter? Wie können Sie das vielleicht uns oder mir beschreiben? Also wenn ich das jetzt beschreiben würde, ich gucke eigentlich in die Richtung, wo ich die Stimme herhöre. Und wenn ich jetzt ganz geradeaus gucke, weil wir unterhalten uns ja, das macht man ja so, ich sehe eigentlich nur ein bisschen was von den Schuhen, vielleicht noch ein bisschen was von dem Sessel. Und das war's. Also in der Mitte sehe ich ja sowieso eigentlich nichts. Das ist so ein bisschen, als ob ich mit mir selber spreche, wenn ich keine Stimme hören würde. Okay, aber so am Rand offensichtlich nehmen Sie ein paar Sachen, wenn Sie sagen, die Schuhe nehmen Sie so ein bisschen wahr, so ein paar Sachen nehmen Sie schemenhaft noch genau. wahr. Ich kann natürlich auch mit meinem Kopf so ein bisschen drehen oder mit meinen Augen und dann ergibt sich irgendwann ein Bild. Dann sehe ich auch ungefähr das Bild an sich im Ganzen, aber natürlich nicht scharf, sehr unscharf. Wie funktioniert denn das mit dem Schwimmen dann? Also ich meine, irgendwann ist ein Becken ja auch begrenzt und kann gefährlich sein, wenn man nicht sieht, wo man anschlagen muss oder die Wände vollziehen muss. Ja, das ist richtig. Beim Brustschwimmen, da zähle ich meine Züge. Das hilft mir auch zur Orientierung. Da weiß ich ungefähr, wann die Wende kommt, weil Wende ist ja für mich das Schlimmste. Ne? Wenn ich sie jetzt nicht treffe, bin ich zu weit weg, bin ich zu nah dran. Da hatte ich auch schon einige Unfälle gehabt. Natürlich auch etliche Kapseln gerissen oder Bänder gerissen. Das gehört dazu bei mir, ja. Das kann man auch nicht verhindern und auch nach jahrelanger Übung, natürlich hast du dann irgendwann ein Gefühl dafür, kannst du es nicht zu 100% abschätzen. Und beim Wettkampf schon gleich gar nicht, ja, weil da kurz vor der Wand denkst du nicht, oh Gott, bloß vorsichtig anschlagen, nicht, dass du dir was brichst. Nee, beim Wettkampf heißt das durch und mal gucken, wenn du heil rauskommst. Aber das eigentliche Schwere ist eigentlich, diese technischen Feinheiten zu erlernen. Das ist für mich die Schwierigkeit, ja. Mhm. Das heißt, wenn jetzt der Trainer mir was zeigt, dann kann ich das ja niemals umsetzen, weil ich habe ja überhaupt keine Ahnung, was er mir da zeigen will. Das heißt, wenn ich irgendeine Feinheit, irgendeine Bewegung neu erlernen muss, dann muss der Trainer mir das erstmal an meinem Körper über textile Reize sozusagen zeigen, was er meint. Wie soll der Winkel jetzt im Ellenbogen sein oder Knie? Und dann kann ich das irgendwann am Land umsetzen und dann irgendwann im Wasser. Also das dauert bei mir viel länger. Mhm. Wie häufig haben Sie denn mit Ihrer eingeschränkten Sehfähigkeit gehadert? Oder gibt es immer noch mal wirklich so dunkle Momente, wo Sie auch mit dem Schicksal hadern? Diese Zeit, als ich wirklich mich dafür so krass geschämt habe, ja, das hatte ich. Und klar, in der Pubertät ganz doll, weil du warst einfach anders. Und ich glaube, das hat sich ziemlich lang hingezogen. Jetzt im Nachhinein, ich bin inzwischen 29, sage ich mir, mein Gott, hättest du das mal früher irgendwie akzeptiert, ja? Ich habe ganz lange das nicht eingesehen, dass ich wirklich sehbehindert bin und dass das zu mir gehört. Das heißt, ich habe das versteckt, ja? Ich habe immer so getan, ach, ich brauche keine Hilfsmittel, ich muss auch nicht unbedingt lesen, was da steht, ne? Ich höre es mir an oder so. Und das hat mir mein Leben sehr, sehr erschwert, ja? Weil ich ja nicht ich selbst war. Und weil ich halt total unglücklich war damit. Und so richtig für mich selber akzeptiert habe ich es erst Mitte 20. Also wirklich spät. Deswegen versuche ich ja auch jetzt, das ist so ein bisschen meine Aufgabe, meinen Mitmenschen zu sagen, akzeptiert euch so, wie ihr seid. Ja? Weil wenn ihr euch von innen wohlfühlt, nur dann ist das Leben wirklich schön. Und dann könnt ihr das auch endlich genießen. Und das ist so enorm wichtig, das einfach so für sich zu akzeptieren. Unser Thema lautet ja Sehnsucht. Ist in Ihnen trotzdem noch so eine Sehnsucht drin, irgendwann mal wieder sehen zu können? Oder haben Sie noch ein Fünkchen Hoffnung auf Heilung? Das ist eine gute Frage. Ich denke nicht, dass man mich heilen kann, wenn ich ehrlich bin. Es gibt jetzt ja Methoden, wo man daran arbeitet, dass man vielleicht so eine Gentherapie macht. Das müsste ich irgendwann mal machen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Aber inzwischen kenne ich ja kein anderes Leben. Also ich habe, so generell habe ich keine Sehnsucht, dass ich wieder gut sehen kann, weil für mich ist das, was ich jetzt sehe, ja normal, zur Normalität geworden. Aber manchmal gibt es natürlich diese Situation, wo ich mir denke, ach Mann, könnte ich jetzt doch gut sehen und ich würde doch dann viel besser meine Mitmenschen wahrnehmen. Oder wenn wir jetzt irgendwo, ich reise ja sehr gerne, und dann kann ich das meistens alles nicht so genießen, weil ich das ja nicht so sehe, wie jetzt zum Beispiel jemand, der gut sieht. Hätten Sie einen Sehnsuchtsort, den Sie sofort ansteuern würden, wenn Sie wieder sehen könnten?
weil Sie dort unbedingt hinwollen, weil Sie das sehen müssen oder sehen wollten? Also ich war in Paris und das ist ja auch eine wunderschöne Stadt. Das würde ich mir sehr, sehr gerne irgendwie auch nochmal aus anderen Augen ansehen wollen. Mhm. Auch so die ganze Architektur dort. Und ja, wir haben natürlich auch sowas wie Louvre und so besucht. Das ist natürlich, macht mehr Sinn, wenn du mehr siehst. Ich habe ja fast nichts dort wahrnehmen können, auch so die ganzen schönen Gemälde oder sowas. Oder auch so einfach Landschaft. Wir waren ja jetzt auf Bali und Thailand und da hast du ja eine unfassbar schöne Natur mit verschiedensten Farben und Pflanzen. Und für mich war das einfach nur eine dunklere Fläche und eine hellere Fläche. Vielleicht noch grün. Grün konnte ich ganz gut manchmal sehen. Aber die haben dort ja auch so coole Früchte oder so, die dann halt einfach so wild wachsen. Und sowas, sowas würde ich halt total gerne sehen. So feine Kleinigkeiten. Mhm. Sie sind verheiratet inzwischen mit dem Trainer, auch mit Philipp. Wissen Sie, wie der aussieht? Haben Sie, den können Sie auch noch spüren, ne? Und fühlen. Ja, ich habe ihn natürlich überall abgetastet. Ich weiß quasi alles, wo was ist. Aber das ist ja mein Mann und dem kann ich auch ganz nah sein. Das heißt, ich kann ja wirklich direkt vor ihm sein und ihn mir angucken. Und manchmal mache ich das auch, weil ich sehe ja noch ein bisschen was. Und dann bin ich halt ganz, ganz, ganz nah dran und gucke mir halt alles ganz genau an oder taste ihn halt sein Gesicht ab und so. Von dem her denke ich schon, dass ich grob weiß, wie er aussieht, ja. Weil ich ja wirklich sehr nah kommen kann. Das kann ich ja bei anderen Menschen nicht machen. Ja. Könnte ich schon, aber ich glaube, nicht jeder würde sagen, ja klar, tasten Sie mein Gesicht ab. Voll okay. Nee, da bleibt man in der Regel ein bisschen mehr auf Distanz, völlig klar. Wie gesagt, es gibt Menschen, die glauben an Wunder, es gibt Menschen, die glauben auch an Gott, denen ist Religion wichtig, Spiritualität. Sie sind in Kasachstan aufgewachsen, einem muslimisch geprägten Land. Haben Sie einen Bezug zur Religion, zur Spiritualität, zu Gott? Oder können Sie sowas nachvollziehen, dass es andere Menschen gibt, denen das wichtig ist? Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Wir waren ja, als ich in Russland gelebt habe, noch russisch-orthodox. Und ich hatte sehr viel Kontakt zu der Kirche und ja, zu der Gemeinde damals. Ich würde jetzt sagen, manche sind ja da sehr intensiv und haben gedacht, der Gott kann mich heilen. Ich bin da ein bisschen anders gepolt, muss ich sagen. Ich glaube nicht an solche Wunderheilungen und dass ein Gebet mir weiterhelfen könnte in meiner Sehbehinderung, weil es ist einfach ein Gendefekt. Und deswegen habe ich das als Kind natürlich sehr viel miterlebt. Ja? Ich musste dann oft zu irgendwelchen Gottesdiensten, weil sie dachten, der Pfarrer kann mich da heilen. Also ich habe damit viel Berührung gehabt, aber jetzt inzwischen, muss ich sagen, bin ich aus der Kirche ausgetreten. Ich glaube schon, dass es irgendwie was gibt, aber ich muss nicht dafür in die Kirche gehen. Also ja, da bin ich irgendwie so ein bisschen von weggekommen. Also eher Privatsache für genau. Sie. Genau. Mhm. Ihre Eltern sind, glaube ich, inzwischen wieder zurück nach Kasachstan, in ihre ehemalige Heimat. Welchen Bezug haben Sie noch zu dem Land, in dem Sie aufgewachsen sind und geboren wurden? Wie häufig sind Sie noch da? Was macht das mit Ihnen, wenn Sie da mal wieder hinkommen? Ja, dadurch, dass meine Eltern da jetzt wieder leben, bin ich jetzt wieder regelmäßiger dort. Das ist für mich eigentlich ein totaler Kontrast zu dem Leben, was ich jetzt hier führen kann. Ich meine, hier bin ich irgendwie eine selbstständige Person, die man auch irgendwie so wahrnimmt und auch ja einen gewissen Respekt gegenüber hat. Und dort in meiner Heimat ist es leider noch so, dass es ja, das ist noch nicht ganz so fortgeschritten, was das angeht, ja. Und gerade auch so Frauenrechte oder, ja, ich bin ja jetzt auch eine Frau mit einer Behinderung. Ich weiß nicht, ob ich dort dieselben Chancen hätte wie hier. Also ich bin mir ziemlich sicher, hätte ich nicht. Und daher bin ich schon sehr froh, dass ich hier bin. Aber natürlich bin ich auch gerne in meiner Heimat, weil da habe ich meine Wurzeln her. Und diese Zeit in Kasachstan, die hat mich ja auch sehr, sehr geprägt. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich derselbe Mensch wäre, wenn ich diese Zeit, diese intensive Zeit dort nicht hätte. Mhm. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar, ja, und fahre immer noch gerne dahin. Da fühle ich mich auch wohl, muss ich sagen, so körperlich von dieser Landschaft und von meinen Erinnerungen her. Aber ich möchte dort nicht leben. Mhm. Sie wissen das wahrscheinlich sehr zu schätzen, die Möglichkeiten, die Sie jetzt hier in Deutschland definitiv auch haben. Und gerade auch in der Stadt Berlin, in der Sie, glaube ich, sehr gern leben. Kommen wir mal zu sprechen noch auf das
verrückte Jahr 2021. Da ist ja alles so reingepackt worden, was in ein Leben quasi reingepackt werden kann. Erstmal dieses riesige Erlebnis mit der Goldmedaille bei den Paralympics in Tokio. Ich glaube, zweite oder dritte Teilnahme, ne? Das waren meine dritten Paralympics, Spiele. Genau, das lang ersehnte Gold. Für Sie der größte Erfolg Ihrer Karriere bisher? Ich meine, Sie haben ja auch schon einen WM-Titel errungen. Definitiv. Also das war ja meine größte Sehnsucht überhaupt die letzten Jahre, weil wir ja über Sehnsüchte reden. Ich habe 12 Jahre gebraucht, um endlich das zu erreichen, wofür ich kämpfe, schon die ganze Zeit. Ich habe nie aufgegeben. Ich war ja in London, das war relativ okay, da hatte ich Silber. In Rio war ja eine Totalkatastrophe, da war ich Fünfte, da ist für mich auch die Welt zusammengebrochen und das war meine erste große Niederlage. Das hat mich auch sehr geprägt, die Zeit. Ich habe auch sehr lange gebraucht, um da wieder rauszukommen. Aber dann endlich, 2021, alles, wofür ich gekämpft habe, und das war das Einzige, was mir noch gefehlt hatte. Ich hatte ja schon etliche Titel, EM, WM, Weltrekorde, alles. Aber das hat mir noch gefehlt. Und dann, als ich das erreicht habe, ja, ich war im ersten Moment nicht mal glücklich. Im ersten Moment war das so, mir ist so eine Last von meinen Schultern gefallen. Und ich dachte, jetzt hast du es geschafft, endlich. Jetzt kannst du genießen, dein Leben einfach, ja, weil jetzt hast du das geschafft, wofür du all die Jahre gekämpft hast. Das war großartig. Und dann haben Sie eigentlich auch die Zeit danach genossen. Sie waren mit dem Partner in Paris. Sie haben die Zeit sehr genossen, wie Sie auch schon gesagt haben. Aber begleitet wurde das Ganze immer wieder von starken Kopfschmerzen, die Sie eigentlich auch schon während der Zeit in Tokio hatten. Und die haben sich da nochmal verschlimmert. Was passierte dann? Ja, bei so einer Vorbereitung vor den Spielen, da muss ich gestehen, achtet man weniger auf den Körper oder auf Signale, die von einem kommen. Und das war auch bei mir so, ich habe schon gemerkt, auch bei der Vorbereitung, irgendwie stimmt nicht ganz irgendwas. Irgendwas stimmt einfach nicht. Und die Kopfschmerzen waren da in Tokio auch sehr präsent. Und ich dachte aber, ja, vielleicht ist das das Klima, weil es war ja eine unfassbar hohe Luftfeuchtigkeit. Das kannte man ja so nicht. An die 100%, also 98 hatten wir teilweise. Und da dachte ich, naja, das wird schon das Klima sein. Die anderen haben auch Kopfschmerzen, haben die gesagt. Das wird schon nichts Schlimmes sein. Dann sind wir nach Berlin zurückgekommen. Hatte die schönste Zeit überhaupt. Wir hatten so viel Freizeit und so viele schöne Dinge, die wir erlebt haben, wie jetzt zum Beispiel Paris und so. Und dann wurden die Kopfschmerzen immer schlimmer und immer schlimmer. Und ich bin eigentlich hart, was sowas angeht, ja. Dass ich da mal irgendwie Tabletten nehme oder so, das kommt selten bei mir vor. Und da hatte ich schon so viele Ibus genommen, was einfach nichts geholfen hat. Also Schmerztabletten. Genau, Schmerztabletten, ja. Mhm. Und dann irgendwann in Paris habe ich die ersten koordinativen Störungen gemerkt. Mhm. Und das war so schlimm, dass ich eigentlich gesagt habe, wir müssen zurückfliegen, früher. Irgendwas stimmt da nicht, ich muss unbedingt zum Arzt. Und dann sind wir nach Hause geflogen. Ich hatte dann auch noch so einen Schnupperkurs zum Tauchen und ich dachte, das war ein Moment, wo ich kurz vorm epileptischen Anfall war. Das war wirklich krass. Das war natürlich unter Wasser, hast du noch mehr Druck. Und ich hatte ja schon eine extreme Schwellung im Kopf durch den Tumor, der da gewachsen ist. Und da war ich beim Arzt und dann haben sie natürlich direkt festgestellt, da stimmt irgendwas nicht, direkt bei der ersten Untersuchung. Das war wieder in Berlin? Das war wieder in Berlin, genau. Und dann musste ich zu einer Nachuntersuchung, dann haben sie festgestellt, das ist ein Gehirntumor in der linken vorderen Gehirnhälfte. Und was hat das mit Ihnen gemacht? Da fällt man doch ins Bodenlose wahrscheinlich, oder? Ja, das war ein total krasses Gefühl. Das war wie so von Wolke 7 auf den Beton aufklatschen, weil damit rechnest du ja nicht. Und an dem Tag, da kann ich mich erinnern, da war ich mit meinem damaligen Verlobten noch, Eheringe aussuchen und der Martyrtermin war danach. Das heißt, ich war voll euphorisch, weil, ne, wer ja verheiratet ist, weiß, das ist vielleicht ein besonderer Moment. Und dann sitzt du da und dann hörst du natürlich sowas und dann, ich hatte richtig Angst zum ersten Mal, so richtig, ne, Lebensangst, so wie lange habe ich noch zu leben? Oder sterbe ich vielleicht jetzt bald? Du weißt ja nicht, ist es bösartig, ist es schon groß, sterbe ich jetzt schon? Und das war so eine unsichere Zeit. Und wenn du so eine Ungewissheit hast über dein Leben, wo du überhaupt nichts machen kannst, außer warten, war das furchtbar, schrecklich. Also mit die schlimmste Zeit in meinem Leben. Mhm. Also sprich, es wurde, glaube ich, eine Biopsie gemacht. Sie mussten warten, bis die ganzen Testergebnisse da waren. Stimmt es, dass Sie angefangen haben, ein Testament zu schreiben?
Ja, nach der Biopsie waren es 2 Wochen, bis wir auf die ganzen Laborergebnisse warten mussten. Und für mich war das so ein bisschen wie, das sind die letzten 2 Wochen in deinem Leben als du, als Elena, als die Person, die du jetzt schon bist. Und das war so schlimm für mich, weil der Tumor lag ja auch in der Nähe der Bereiche Persönlichkeit, Sprachmotorik und Wo genau ist der verortet? Über dem das ist linken? links, genau, Ja, links ja. vorne ist das. Und auch sowas wie Motivationszentrum. Das heißt, alles Bereiche, die für mich ja extrem wichtig sind. Klar, das alles andere ist natürlich auch sehr wichtig, aber Persönlichkeit ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt, ne? War für mich zumindest. Und das war für mich dann so erschreckend zu wissen, dass ich als eine andere Persönlichkeit aufwachen könnte. Da habe ich gedacht, ich würde jetzt alles machen in diesen 2 Wochen, weil dann könnte ja mein Leben vorbei sein, als mein jetziges Ich. Und da habe ich auch bin relativ schnell an die Presse gegangen, was wir auch ganz viele schlimm fanden. Und ich habe aber gesagt, solange ich noch sprechen kann für mich, werde ich all das sagen, was mir wichtig ist. Ich möchte das nicht danach machen. Wer weiß, was danach ist. Ja, und dann habe ich auch angefangen, ein Testament zu schreiben, weil ich ja nicht wusste, was mit mir danach passiert. Wie fühlt sich das an, sich mit dem eigenen Tod auseinandersetzen zu müssen? Das war schlimm. Zudem, weil wir ja auch zuerst mal im Leben sowas gemacht haben wie eine Patientenverfügung. Ich bin 29, ich habe noch nicht mal daran gedacht, dass ich irgendwann sterben könnte. Ja? Für mich war das so weit weg. Und dann plötzlich sitzt du da und füllst diese Papiere aus, ne? Falls ich an die Maschine angeschlossen werde, dass mein Mann das dann abschalten kann und all sowas. Und dann denkst du dir, mein Gott, also das kann ja wirklich vorbei sein. Ne? Das kann ja wirklich sein, dass du dann nach der OP nicht mehr aufwachst. Ne? Weil es ist ja was anderes, wenn du irgendwas am Körper schneidest oder im Gehirn. Da reicht dir schon 1 Millimeter daneben und dann bist du schon ein komplett anderer Mensch oder machst gar nicht mehr auf. Ja, Sie haben es erzählt, Eheringe waren schon gekauft. Was hat diese ganze neue Situation dann mit Ihnen und mit der Partnerschaft, mit Philipp gemacht? Ja, im Nachhinein denke ich mir, ich war ganz schön egoistisch, weil ich gesagt habe, ja, wir müssen jetzt noch vor der OP heiraten, ne, damit er halt über alles entscheidet. Ach Das war so, für mich das kam von Ihnen dann? ja, das kam von So. mir. Ja, Ach ich so, habe den Termin gab es eigentlich noch gar nicht den gab es, offiziell? doch, 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 den gab es, aber okay. der wäre Ende November und die OP war ja für Anfang November geplant. Und da habe ich gesagt, wir müssen jetzt die Hochzeit vorverschieben, weil es ist halt wichtig, dass ich jemanden habe, weil ich habe keine Familie hier und der Einzige, der dann entscheiden würde, bist du, also mein Mann. Und dann haben wir gesagt, naja gut, dann machen wir das. Ich habe ihn irgendwie nicht richtig gefragt, sag mal, willst du mich überhaupt heiraten? Nicht, dass ich dann ein Pflegefall bin, was machst du dann mit mir? Ich meine, du bist jung, du könntest doch eine andere Partnerin finden. Habe ich da gar nicht dran gedacht. Ne? Und dann haben wir ganz schnell, das war die spontanste Hochzeit ever, wir haben um 8:30 Uhr erfahren, dass ich am selben Tag um 15:30 Uhr heiraten kann. Und dann haben wir die Sachen gepackt. Die Ehringe sind lustigerweise fertig gewesen an dem Tag. Sind wir zum Standesamt und haben geheiratet. Und am nächsten Tag wurde ich operiert. Wahnsinn. Wahnsinnsgeschichte. Ja. Also das ist ein Wechselbad der Gefühle. Extremer geht's Also ja kaum. so intensiv die Zeit, das ist unfassbar. Und dann kann ich mir vorstellen, natürlich mit der entsprechenden Anspannung dann in diese OP gegangen, weil, wie Sie gesagt haben, Sie wussten nicht, in welchem Zustand kommen Sie wieder zurück aus der Narkose. Können Sie sich noch an diesen Moment erinnern, als Sie dann tatsächlich wieder denken konnten und fühlen konnten, was da so mit Ihnen passiert ist, oder? Ja, sehr, sehr, sehr genau sogar. Ich erinnere mich sehr gut an diese Zeit. Ich bin in einem Aufwachraum aufgewacht und war auch direkt eigentlich bei mir. Also ich war jetzt nicht irgendwie so ein bisschen verwirrt oder so. Ich habe zuerst probiert, irgendwie meine Gelenke zu bewegen. Habe halt gedacht, okay, ich spüre zumindest schon mal alles, arme Beine. Mit dem Sprechen war erstmal so ein bisschen schwierig. Und ich weiß noch, dass ich unfassbar Durst hatte, ja, so richtig dolle. Und dann habe ich irgendwie versucht, mich bemerkbar zu machen, aber keiner kam zu mir. Und ich hatte aber so einen Durst und dann habe ich mir den Sensor vom Finger runtergerissen, damit die ganze Maschine da anfängt zu piepen. Und dann kam auch relativ schnell einer und dann habe ich versucht zu reden und du musst ja sagen, was los ist, ne? Habe ich irgendwie so rausgekriegt, ja, ich habe Durst. Und dann sagte der Pfleger so ganz einfach, nee, für Sie jetzt nicht, ist noch zu früh. Und ich dachte mir, oh nee. Und dann ist er weggegangen. Und dann habe ich gewartet, bis einfach ein anderer da war. Und dann habe ich beim anderen gefragt und der hat mir dann was zu trinken gegeben. Ja, und da wusste ich, nee, das ist dieselbe Elena. Das ist noch genau das wie vorher und sie setzt sich durch und dann war ich happy.
ja, da habe ich dann zum ersten Mal festgestellt, ist nichts anders. Sie erzählen das hier mit einem Lachen auf den Lippen und im Gesicht. Aber ich kann mir vorstellen, es war trotzdem eine schlimme Zeit. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, Sie sind einfach dankbar für jeden Tag, den Sie gerade leben. Ist das so? Das kommt zumindest so rüber. Ja, komplett. Also gerade, ich bin ja generell ein sehr dankbarer Mensch, einfach nur aus dem Grund, was ich alles erlebt hatte. Ja? Diese Armut, dann dieses Problem mit der Ausgrenzung und alles. Ja? Das hat mich ja sehr geprägt. Und deswegen war ich schon von Grund aus sehr dankbar. Aber nach dieser Diagnose und nach diesem Erlebnis mit der OP, mit der Diagnose an sich und mit den Lebensumständen, die sich dann ja auch ein bisschen geändert haben durch die Bestrahlung und Chemotherapie, lebe ich jetzt mein Leben viel intensiver. Das heißt, ich lebe jetzt halt von Moment zu Moment und versuche all diese Dinge, man sagt ja das so ganz einfach, ja, irgendwann möchte ich das mal machen. Irgendwann mache ich mal die Reise oder irgendwann mache ich mal den Fallschirmsprung. Und ich hatte ganz viel diese Dinge, die ich irgendwann mal machen wollte. Und dann habe ich gesagt, nee, es kann vielleicht gar kein Irgendwann mehr geben. Also wenn, dann muss es jetzt passieren, weil du hast jetzt nur das eine Leben. Und dann habe ich angefangen, eben so zu leben. Jetzt, in jetzt und nicht in später. Weil ich wusste ja, vielleicht gibt es gar kein später. Mhm. Und dann habe ich die Dinge, ja, angefangen zu organisieren, die mir wichtig sind. Genau, das habe ich hier nämlich sogar auch im Zettel stehen. Man teilt wahrscheinlich irgendwann auf, das ist mir wichtig und das ist völlig unwichtig für mich. Also man wird radikaler, oder? Also im positiven Sinne. Ja, im positiven Sinn wird man radikaler, weil man stellt sich dann sich selbst und seine Bedürfnisse im Vordergrund. Und das hatte ich damals nicht so gemacht. Ich war als Sportlerin durch und durch fokussiert am Sport und alles andere habe ich auf danach irgendwie geschoben. Ja, bis mir eben bewusst wurde, es gibt kein danach. Wir müssen in jetzt leben. Und das war auch so eine Umstellung, von der ich bis heute profitiere. Und das möchte ich auch wirklich jetzt den Menschen nahe bringen. Das ist so einfach zu sagen, ne? Mach das jetzt. Aber mach das wirklich jetzt, weil, wie gesagt, es kann vielleicht gar kein später geben oder danach. Und was würden Sie jetzt sagen, was sind Ihre größten Sehnsüchte noch, beziehungsweise was sind die Werte, die mir jetzt ganz, ganz wichtig geworden sind? Also meine größte Sehnsucht die letzte Zeit war, die Chemo zu überstehen irgendwie, weil das waren 12 Monate und das war hart. Also die erste Zeit, so 5, 6 Zyklen, die habe ich eigentlich noch ganz gut durchgehalten und bin ja sogar noch bei der Weltmeisterschaft mit Chemo geschwommen und relativ gut. Da war ich wirklich sehr überrascht. Silber war unglaublich. Und danach ging es immer schwerer und schwerer. Und da war meine größte Sehnsucht, einfach wieder mein normales Leben zu haben. Das heißt, ohne irgendwie jetzt, mein Monat ist ja nur aus 2 Wochen bestanden, weil die 2 Wochen brauchte ich für 1 Woche Chemo und 1 Woche Erholung danach. Und ich habe mir so sehr gewünscht, dass ich jetzt einfach mehr wieder Zeit habe, wo ich eben nicht so viel leiden muss. Ja, das war schon eine Qual. Das war meine größte Sehnsucht und jetzt habe ich das überwunden. Jetzt habe ich wieder meine Zeit zurück. Und ich habe aber trotzdem noch viele weitere Sehnsüchte. Ich finde, Sehnsucht ist ja das, was uns auch antreibt. Ne? Das ist total wichtig, irgendwie Sehnsüchte zu haben. Ich reise zum Beispiel auch sehr, sehr gerne. Ich gucke mir andere Kulturen gerne an, andere Städte, andere Länder, andere Bräuche. Das finde ich super spannend. Ja. Ja. Sie haben gesagt, auch gerade der Zyklus der Chemotherapie ist jetzt nach 12, 13 Monaten beendet. Wie ist denn jetzt Ihr gesundheitlicher Zustand aktuell? Ja, ich bin jetzt 2 Wochen, glaube ich, sind jetzt vorbei nach der Chemo. Mhm. Und ich merke noch die Chemo definitiv, gerade auch was das Training angeht. Also noch ein geschwächt sein? Ja, ich bin noch geschwächt, ich habe noch nicht die Power zurück. Ich bin sehr froh, dass ich während der ganzen Zeit jetzt, ja, das war 1 Jahr lang, immer irgendwie versucht habe zu trainieren. Das heißt, auch selbst wenn das nur eine halbe Stunde war, Stabi oder so, was ganz Einfaches, ich bin ja direkt nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus direkt mit zum Training gefahren, obwohl ich nicht ins Wasser durfte, obwohl mein Schädel noch halb offen war. Ich war trotzdem am Beckenrand, habe irgendwas gemacht. Hat Ihnen der Sport Halt gegeben? Ja, das hat mir Halt gegeben und Kraft. Auf jeden Fall das durchzustehen, zu wissen, ich mache noch was nebenbei. Das hat mich auch abgelenkt. Es ist so enorm wichtig, irgendwie diesen Abschnitt oder diese Abläufe, ne, diese Routine beizubehalten. Weil das gibt dir dann wiederum diese Ablenkung. Dann heißt, du fühlst dich dann nicht mehr ganz so eingeschränkt und krank und in Therapie, wenn du immer noch deinen Ablauf irgendwie beibehältst.
Sie sagen, jetzt geht es Ihnen gut, aber Sie fühlen sich immer noch ein bisschen geschwächt. Welche Prognose haben Sie denn? Was sagen denn die Ärzte? Das ist, ist jetzt erstmal Ruhe im Karton? Kann da wieder was kommen? Weil ist ja bösartig. Ja, die können nicht wirklich sagen, wie lange das jetzt noch dauert, bis er wiederkommt. Fakt ist, dass er definitiv wiederkommt. Deswegen, das sagt man schon vorher, ja, dass er wiederkommt? Ja, das sagt man schon so vorher. Okay. Und der Durchschnitt sind so 10 bis 15 Jahre. Aber ich habe natürlich auch durch die Zeit eine Community bei Social Media und habe auch viel Kontakt zu Patienten, die das auch haben. Und manche schreiben mir dann natürlich, ja, ich habe das jetzt schon nach 2-3 Jahren, nach der Chemo oder so. Ne? Manche schreiben auch, dass sie nach 10 Jahren erst bekommen haben. Und diese Unruhe habe ich jetzt natürlich auch. Bekomme ich das vielleicht jetzt auch so schnell nach 2-3 Jahren? Hm. Kann ich überhaupt noch weiter meinen Sport machen? Oder muss ich wieder mit der Chemo irgendwann anfangen, weil wieder was wächst? Und diese Angst ist jetzt nach der Chemo sogar größer geworden. Das wird Sie wahrscheinlich immer wieder auch begleiten, ne? Permanent. Ja, das ist jetzt auch ein Teil von mir. Ja. Und mit dem Sport, wie lange wollen Sie das noch durchziehen? Ich meine, Sie sind jetzt Paralympicsiegerin, Sie haben eigentlich alles gewonnen, was zu gewinnen gab, oder? Oder sollen noch ein paar Medaillen draufgeschaufelt werden? Das war auch mein Gedanke nach den Spielen in Tokio. Als ich das endlich erreicht habe, habe ich gefragt, ja, und jetzt? Was machst du jetzt? Jetzt hast du alles erreicht, was ein Sportler erreichen möchte. Was ist jetzt dein Ziel? Ne? Aber dann wurde ich ja abgelenkt durch meine ganze Geschichte mit dem Tumor und habe gar nicht mehr dran gedacht. Aber jetzt ist es so, dass ich es mir nochmal selber beweisen möchte. Kann ich nochmal zurückkommen, so groß, dass ich nochmal um Gold kämpfe bei den Spielen, vielleicht sogar schon in Paris? Mhm. Also ich möchte jetzt irgendwie nochmal probieren, an meine Leistungen heranzukommen und vielleicht auch sogar nochmal die zu toppen. Ich möchte noch gucken, wie weit kann ich noch gehen. Und deswegen werde ich noch die nächsten Jahre im Sport präsent sein. Okay. Also, dann freuen wir uns natürlich, dass Sie da noch ein paar Jahre dran hängen wollen. Trotzdem schon mal die Frage, planen Sie auch so weit schon voraus, dass Sie sagen, okay, wenn das dann doch vielleicht 2024 durch wäre mit dem Schwimmen, Plan B kann ich dann so langsam aus der Schublade ziehen oder gibt es den noch nicht? Also klar, ich mache mir Gedanken, wie lange mache ich noch den Sport und was kann ich nach der sportlichen Karriere noch machen? Und was für mich so, ich bin ja vom Beruf her Physiotherapeutin, das könnte ich auch jederzeit anfangen, das ist kein Problem. Aber ich überlege mir, was könnte ich noch machen? Und ich würde so gerne irgendwie diese Energie und diese Einstellung weiter an die Menschen geben. Das heißt, ich mache ja auch jetzt schon nebenbei Motivationsvorträge bei großen Firmen oder auch kleinere Unternehmen, ist egal. Und für mich ist es halt so wichtig, den Menschen irgendwie wieder so vor die Augen zu führen, dass man doch mehr sein Leben genießen sollte, ja? Dass man mehr dankbarer sein soll für das, was wir haben. Weil das vergessen leider sehr, sehr viele Menschen, ja? In dem Trubel, was sie jetzt alltäglich haben. Und das wäre auch cool. Und ich würde vielleicht auch ein Buch schreiben, damit fange ich aber jetzt auch schon ein bisschen an, um einfach die ganze Geschichte aufzuschreiben und vielleicht bewegt das dann auch den einen oder anderen. Toll. Sind spannende Projekte, die Sie da vor der Brust haben. Das ist super. Um wie viel Uhr klingelt morgen früh wieder der Wecker? So wie jeden Tag um 5.30 Uhr, ja. Das ist schon bei mir Gewohnheit eigentlich, ja. Und dann geht's wieder zum Training. Genau. Ich danke sehr, sehr herzlich für das Gespräch, für Ihre Offenheit. War sehr bewegend und berührend. Vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gern. Ich würde mich freuen, wenn Sie weiterhin uns treu bleiben bei Grandios. Zum Beispiel schauen Sie gern auf unserer Website vorbei, grandios.online oder auf unserem YouTube-Kanal. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie auch ein Abo für unser Magazin abschließen würden. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald.